Moin Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Wild Hearts Stream. Man merkt schon von Anfang an, dass ich heute mal was anders vorhabe. Ich habe heute mal den VTube-Avatar ausgeschaltet für Wild Hearts. Ich habe das gerade eben schon in den Streamchat geschrieben, aber ich will es nochmal erwähnen. Ich will heute ausprobieren, ob Wild Hearts ohne den VTube-Avatar eventuell besser funktioniert, beziehungsweise ohne die Software, worüber der läuft. Weil wir haben ja in der Vergangenheit immer und immer wieder mal mit Lags oder Hängern zu kämpfen. Und ich will so versuchen, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Wenn ich merke, dass es nicht laggt, dann weiß ich ja, dass es tatsächlich da nicht, dass ich meine VTube-Software und Wild Hearts einfach nicht vertragen. Dann wird Wild Hearts ab sofort ohne den Avatar sein. Das tut mir dann auch leid für die, die nur deswegen kommen. Aber Leute, ich will halt hier irgendwie gegen diese Lags ankämpfen. Man sieht im Übrigen auch, dass ich mir mittlerweile eine neue Rüstung angeschafft habe. Nämlich die von dem Düsterschnabel, zumindest fast. Das letzte Stück, das habe ich leider noch nicht. Ich kriege einfach nicht die letzte Schwanzfeder, die ich bräuchte. Ich habe den jetzt schon dreimal umgenietet. Und für 50 Mal hat er mich umgenietet gefühlt. Nee, ohne Witz, dieser Vogel, der ist zum Kotzen. Aber ja, ich habe eine bessere Rüstung jetzt zumindest. Die eigentlich sogar gut auf den ausgelegt wäre. Ach, guck mal, ich kann sogar einen der Mods mir holen. Will ich mir Flügel gönnen? Und in den Umhang. Ich gönne mir Flügel, habe ich gehört. Jetzt müsste ich das nur auch noch drauf packen, ne? Und dafür brauche ich das, was ich die ganze Zeit nicht bekomme. Düster Schnabel, Schwanzfedern. Aber hey, jetzt bin ich ein gefallener Engel. das war eigentlich auch schon alles, was ich Oskin gemacht habe, ne? Ich habe noch sonst mir hier eine gute Knarre geholt. Und ich habe halt das Material gesammelt, dass ich hier auf die höchste Klinge kommen könnte, wenn ich wollte. Ich finde das übrigens genial, ne? Der Sprung von da nach da ist echt wenig. Da kommt ja fast gar nichts zustande. So, jetzt muss ich aber erstmal die ein oder andere Nebenquest abgeben. Es hat natürlich auch den Vorteil, ich bin ja sonst immer rausgetappt, um den VTube-Avatar bei den Szenen wegzumachen. Das muss ich jetzt nicht mal machen. Ich muss jetzt nicht mehr raustappen. Oh, ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid der fähige Jäger. Ich bin Kanna, Handwerkerin. Ach nee, ich hole mir eine Quest ab, Entschuldigung. Darf ich euch um einen Gefallen bitten? Die Herrin des Hobels, ich meine die Meisterin Ren, sie scheint besorgt wegen dieser alten Notiz, die sie hat. Schaut, ich habe sie abgeschrieben. Ich glaube, das Wichtigste habe ich. Aber sicher bin ich nicht, da ich sie nicht verstehe. Versteht ihr sie? Ich... sieht für mich wie ein Rätsel aus, weil ich das Ding nicht mal sehe. Ein Hase? Es könnte sich um die Beschreibung eines Materials handeln. Es gibt einen Hasen, den man knuddeln kann. Eine gute Idee. Nach euch. Oh, verstehe. Deshalb seid ihr zu mir gekommen. Weiß, rund, Faden, Blätter. Ah, verstehe. Ich nicht. Ihr wisst, was das bedeutet? Wundervoll! Ich glaube, es ist eine Liste von Eigenschaften eines bestimmten Materials. Eines, das ich sogar täglich sehe. Weiße Farbe, runde Form, Faden. Ist das ein bisschen nie aufgefallen? Hat sie da eine Wunde über dem einen Auge? Es muss ein Kokon sein. Ein Kokon? Natürlich, das muss es sein. Ich hoffe, das stimmt. Sonst hätte ich mich sehr blamiert. Über dem rechten Auge übrigens, meinte ich. Sicher die erforderliche Menge.
Ich verstehe. Danke. Könnt ihr so viele Kokons besorgen? Ihr könnt sie dann der Herrin des Hobels, ich meine, Ren, geben. Klar, lässt sich einrichten. Ich merke auf jeden Fall bis jetzt, dass die Lecks ein bisschen geringer sind. So, muss ich irgendwo noch Questen abgeben? Da ist eine Quest zum Abgeben. Nein. Jetzt visier das doch an. Hast gewonnen, Spiel. Ach, im Übrigen, Offscreen habe ich ja, wie gesagt, ein paar Mal gejagt. Ich habe auch Offscreen etwas aufgeboostet, nämlich den Luftwirbel. Ich habe gemacht, dass der mich ein bisschen weiter nach oben pustet. Und ich würde auch hier das hier einmal boosten. Jetzt überlege ich, was ich noch weiter mit meinen 3000 Kugeln booste. Okay. Das ist Deko. Das will ich haben. Dass der mir Tsukumo verrät. Das würde die Suche wesentlich einfacher machen. Das hier will ich mir auf jeden Fall auch gönnen. Kann ich sonst noch was boosten? Oh, ich kann mir das noch gönnen. Ach, und nach dem letzten Stream habe ich ja gesagt, ich wollte hier nochmal ja den Düsterschnabel bekämpfen, um sein Ding freizuschalten, weil wir das beim letzten Mal nicht geschafft haben, also diese Kombination. Das wäre diese hier. Da stellt man so eine Balliste auf, die so ein paar Mal auf die Viecher schießt. Ich habe das schon ausprobieren können und das ist wesentlich besser als das Feuerwerk, um die fliegenden Gegner runterzuschießen, weil man das nicht mal perfekt timen musste. Das schießt so mindestens 3-4 Mal. Je nachdem, wie sehr die Kimonos draufgehen, um das kaputt zu machen. Ah, ihr seid es. Sehr gut. Die Boote können jetzt wieder ungehindert an der Insel vorbeifahren. Ja, gern geschehen. Sie ziehen viele Güter aus dem Norden. Kleidung, Netze und so weiter. Wenn die Schiffe nicht durchkommen, ist das eine Katastrophe für Minato. Ja, kann ich mir vorstellen. Der See und der Kemono ist das hier nicht leicht für Schiffsbesatzung. Aber die Stadt kann auf die Handelsschiffe nicht verzichten. Und auf Jagende wie euch auch nicht. Jeder einzelne von euch leistet hervorragende Arbeit. Stoff aus Azuma. So, sonst noch, wer denn den Quest abgegeben haben will. Ich habe eigentlich so 3-4 Nebenquests gemacht. Ich habe schon erwartet, dass hier so mindestens 3-4 Leute was von mir wollen. Da mache ich mir mal einen Punkt. Ich habe auch noch so eine Nebenquest, wo ich in einem bestimmten Laden einkaufen muss. Das war bei der hinten hier drin, meine ich. Ich kann mir die Namen von den allen nicht merken. Dabei habe ich damit eigentlich am wenigsten Probleme. Ihr habt es geschafft, ja, bei Kokyu. Was würdet ihr mir gerne verkaufen? Ja, ich will dir das hier verkaufen. Ich brauche Geld. Das Zeug kann man ja verkaufen, ohne dass es irgendeinen behindert. Habt ihr alles, was würdet ihr gerne kaufen? Oh, geräucherter Reis. Klingt lecker. Ich habe ein volles Inventar. Habt ihr alles, was ihr braucht? Ihr macht mich manchmal. Seht das oder muss ich bei einem anderen Laden kaufen? Ich muss noch 5 Sachen kaufen, aber dafür muss ich einmal kurz mein Inventar leeren. Handwerker, ihr wollt wissen, was noch zu tun ist? Hier ist die Liste. Alle verfügbaren Aufträge abgeschlossen. Jetzt kann ich hier nämlich neue annehmen. Das mache ich so oder so. Da werde ich auch immer besser mittlerweile drin. Ja. Ich mache erstmal die, die man so oder so nebenbei erledigt. Ach, du schon wieder, kleiner Junge. Kann ich euch etwas fragen? Ja. Opa meint, als sein eigener Opa noch lebte, wohnten Menschen auf der Insel Natsukodachi. Das ist der eigentliche Name der Seeleninsel.
Und denen standen jede Menge Karakuri zur Verfügung. Und sie handelten mit den Leuten hier in Minato. Okay. Meint ihr, sie lebten dort, wo jetzt die Ruinen sind? Ich denke schon. Ich frage mich, was sie für ein Leben lebten. Könntet ihr versuchen, in den Ruinen ein Relikt oder etwas in der Art für mich zu finden? Irgendetwas, das beweist, dass dort mal Menschen lebten. Oh, nein, wartet. Die Fischer meinten, sie hätten in letzter Zeit ein sehr gefährliches Kemono auf der Insel gesehen. Was, wenn es die Ruinen komplett zerstört? Dann wird es dort gar keine Relikte mehr geben. Das wäre furchtbar. Ach Mann, ich dachte, ich kriege endlich mal eine Quest, wo ich was Bestimmtes suchen muss. Bitte. Ja, lässt sich erledigen, offscreen. So, dann bequatschen wir jetzt Ujichige. Diese Flüge sehen einfach so mega cool aus. Bist du auf dem Weg zur Festung Fuyufusagi? Ich fürchte, dann musst du dich mit etwas Gesellschaft abgeben. Warum so überrascht? Schloss Otsuki war mein Zuhause. Keiner kennt sich in der Gegend besser aus als ich. Kemono überlasse ich dir. Ich werde sicherlich ein Klotz am Bein sein, aber da musst du jetzt durch. Ich kenne die Risiken, aber es ist unvermeidlich. Ich muss das tun. Okay. Oh, ich habe aus Versehen geskippt. Neues Gebiet. Okay. Ich sehe nicht, dass unser stacheliger Freund dort auf uns wartet. Den wollen wir auch noch mal vorher bekämpfen, bevor wir ins neue Gebiet gehen. Deswegen würde ich den einmal kurz bevorzugen. So, jetzt kommt der Praxistest, ne? Wenn ich jetzt merke, dass das Spiel nicht Hänger hat, dann wissen wir Bescheid. Ich wollte eigentlich dorthin. Die Dinger kann ich auch nicht auseinanderhalten. Ich will jetzt sehen, wie gut das funktioniert. Du zeigst mir jetzt Kemono an, ne? Und Tsukumus. Tsukumus und Nachrichten. Das soll er jetzt anzeigen. Ah, wahrscheinlich diese Fragezeichen. Gehen wir einfach mal prüfen. Dann könnten wir so einfach tatsächlich mal eine Tsukumo-Jagd machen. Müsste halt nur mehrere Türme aufstellen. Danke. Ihr sagt, da ist Fragezeichen. Ist Fragezeichen gleich... Ja, Fragezeichen ist gleich Tsukumo. Ja, könnte ich die damit einsammeln, ne? Sammeln wir doch mal eben kurz die, die hier in dem Gebiet sein sollen. Nächstes ist dort. Da, wo auch das Rattenvieh sitzt. Ich müsste eh einmal auf das dornenartige Vieh hauen, damit ich wüsste, gegen was es schwach ist. Also ich würde dann so oder so einmal zum Lager wieder zurückgehen. Ja. Ich orientiere mich nach dem Fragezeichen. So kann man die echt easy finden. Ich gönne mir das mal, ne? In dem Netz will ich nicht drin hängen. Baue es hier hin. Die Wehre ist damit. Oh. Höhle der Windsonnenwende. Da, da ist unser Ziel. Mit dem Fragezeichen ist auch hier direkt irgendwo einer meiner kleinen Freunde. Da.
habe zwei Freunde direkt hier in der Nähe über die Karte gesehen. Da sitzt nämlich auch noch einer. Ich wollte mich nicht teleportieren. Und gerade sitzt ja auch noch mal einer. Kann natürlich auch sein, dass der... Nee, der sitzt nicht in der Höhle. Man sieht die Höhlengänge. Auf dem Haus? Im Schutz des Gipfels sich Minator an den heiteren Himmel schmiedt und Geister wandern am Bächlein und sehen, wie sie sich in Träumen wiegt. Das hier habe ich übrigens ausgehend auch eingesammelt. Auf diesen sterbenden Boden erfüllt, voller Sorgen, einen flüchtigen Moment lang still diesen Morgen. Ein verblassender Zauber von Träumen verging, vor die Natur einen neuen Tag empfing. Warte mal, wie macht man so eine Bombe? Könnte das ja mal aufspringen. Überhaupt nicht brutal. Also die Turmfähigkeit, die hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt müsste ich nur den Erfassungsbereich von den Türmen nochmal erweitern. Kann ich in der Liste schon sehen, was ich brauchen werde? Eventuell das hier oben. Steht halt nicht bei, welches Kimono. Ich hoffe einfach mal, dass ich die richtigen Sachen dabei habe. Dieser Vogel, der hatte mich mindestens 5-6 Mal beim letzten Mal, wo ich versucht habe, die Federn zu bekommen, umgebracht. Und da meine ich nicht hier so, ja, ihr habt mir 3 Leben abgezogen, sondern nein, der hat mich 5-mal komplett vernichtet. So. Neues Monster. Zeig mal deine hübsche Schnute. Oh, bist du süß. Was ist denn das für ein Angsthase? Aua. Aua. Fieses Biest. Okay, der wirft diese Stacheln. Sobald du einmal abhaust, guck ich, was du schwach bist. Oder wenn ich tot bin. Je nachdem, was zuerst eintritt. Okay, wenn er mir den Rücken zeigt, dann will er mich abschießen. Eine Zielsicherheit ist aber nicht die beste. Ich wollte mal gucken, ob er die Bombe mag.
Wie hat mich das verfehlt? Aber ich merke auf jeden Fall jetzt auch, hier werden der Jagd eine Verbesserung, ne? Mal direkt nebenbei erwähnen. Ich habe ja am Anfang des Streams gesagt, ich wollte deswegen hauptsächlich mal heute ohne den Avatar ausprobieren. Ob das dann weniger laggt und... Bisher sehe ich nicht einen einzigen Lag bei mir. Aber das kann sich natürlich im Verlauf noch ändern, ne? White Hat ist ja dafür bekannt, Probleme zu haben. Aua! Aua! Lass mich doch heilen! Warum bin ich jetzt schon wieder verwirrt? Ich und der Tsukumo sind gleichzeitig gestorben. Aber jetzt kann ich nachgucken, gegen was es schwach ist und mich anpassen. So, dann gucken wir mal. Was magst du denn nicht so wirklich? Ein hübsches Foto. Wind hasst es. Dann könnte ich ja die Windkrallen nutzen. Ach, haben wir jetzt einen Hinweis übrigens auf Karakuri Fusion? Ja, hier. Ich brauche nur die Kisten und den Hüpfer. Nehmen wir das hier, da kann ich nämlich auch verbessern. So. Ich würde die gerne ausrüsten. Die Kralle könnte bei dem ganz gut sein. So, mein Freund. Jetzt lernst du meine Kralle kennen. Aber vorher muss ich mir das da vorne einmal einsammeln. Kannst du so lange auf mich warten? Nur das eine Ding da. Danke für deine Geduld. Es kann losgehen. Oh! X, Y, X. Was haben wir? Was habe ich da gerade? Ein Schildball. Kann einen anstürmenden Kemono abwehren. Meins. Autschen. Okay, da ist was frei zum Absammeln. XY, ne. Das war der Wall. Ah, der ist aber nur kurzzeitig da. Okay, den muss man gut timen. Ich würde mich gerne an dir festhalten, wenn ich darf. Du hast da was wunderschön Leuchtendes. Zack! Oh, guter Schaden. Ich muss das, glaube ich, machen, wenn er dieses Mega-Rollen andeutet.
losgehen. Oh, danke, dass du Zeug für mich fallen lässt. Das ist sehr nett von dir. Ich glaube, du bist aggro. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, du bist aggro auf mein Gesicht. Heuler bitte gegen. Danke. Oh, süß, wie du da liegst. Die Krallen habe ich mich letztes Mal einfach verliebt. Er ist schon tot. Ja, da sind wir nicht mehr so tough, hm? Oh, es ist so putzig. Ich will es eigentlich nicht umbringen. Tut mir schon fast leid. Das Vieh war ja mal richtig easy. Na gut, ich bin einmal gestorben, aber ihr wisst, was ich meine. Ich guck mich genauso an, wie mein Hund mich täglich anguckt. Direkt hier die kleinen ekelhaften Viecher, die dran kleben, die sich an deiner Leiche laben. Was für aggressive Schmetterlinge. So, ich will mir die Rüstung angucken. Der goldene Hamster irgendwie hier eine eigene Rüstung? Scheinbar nicht, die teilte sich mit dem hier. Ist die Waffe denn wenigstens in Ordnung? Ich gucke jetzt einfach mal bei den Krallen. Meine drei Lieblingswaffen: Handkanone, Krallenklinge und das Katane. Den Rest mag ich irgendwie nicht so wirklich. Ja, mit dem Vagasa und mit dem Nodachi kann man blocken. Das kann praktisch sein. Aber irgendwie bei mir fehl am Platz, weil ich eh nur verdroschen werde. Der Hammer, damit wäre ich zu lahmarschig. Und der Stab, der ist mir zu kompliziert. Weil der hat ja so 5 verschiedene Modis, die man nutzen kann. So, wo ist dieses komische Hamstervieh? Ach da, das ist Erde. Gewinnungsexpertise. Okay, die Fähigkeiten, die können sich sehen lassen. Warte mal, habe ich nicht zufällig... Also ich halte mal hier für die Klinge mal eben kurz frei. Aber ich müsste unter... den hier irgendwo da. Das Schwert habe ich gesucht. Na gut, müssen noch 2 Zähne ziehen. Dem Meerschweinchen noch mal 2 Zähne ziehen. Ich muss einmal kurz darüber. Die Gebäudeerweiterungen sind fertig. Ein weiteres Gebäude ist fertig. Aber Minato ist groß. Es gibt immer noch Platz für weitere Bauten. Hier, eine neue Tasche. Damit solltet ihr mehr Platz haben. Ein Zeichen unserer Wertschätzung von allen aus Minato. Ich arbeite dann mal wieder. Dafür macht man das, ne? Ja, gerne. Wenn das dann alles, sagt Bescheid, wenn es noch etwas gibt.
Ja, können wir uns als nächstes direkt der Hauptquest widmen, ne? Der Erzfeind. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.